Hallöchen Leute und willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung. Heute sind wir auf der Bennos Hof V1.0. Wie wir auch hier schön erkennen können, sind ein paar Bilder hier angepasst worden und wir haben auch eine kleine Beschreibung. Es ist eine umgebaute Standard-Map, also eine Björnholm, wie man hier auch schön sieht. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal gleich ein paar Sachen an. Und zwar hier. Kann man schon mal erkennen, das Ding hier. Und hier wurde auch ein bisschen umgebaut. Hier ist so eine Hundehütte drinnen. Und hier ist auch kein Zaun mehr. Angeblich sollen die Hühner ja am Hof herumlaufen. Das schauen wir gleich mal alles. Hier geht's runter. Und hier stehen schon mal schöne Maschinen bereit. Hier haben wir durchaus viel mehr Platz. Hier haben wir das ganze Zuckerrüben und so weiter. So, was haben wir denn da hinten? Sollen wir das mit dem Traktor? Ne, nicht mit dem hier. Schauen wir mal da hinten hin. Silos sind hier, okay. Ja. Unterstände. Hier ist die Kuhweide. Was steht denn hier noch? Die beiden Weiden sind am Hof. Der Verkaufszug von Holz wurde größer gemacht. Zwei Wegen wurden bei der Holzverkaufsstelle hinzugefügt. In den Fahrsilos kann man auch Zuckerrüben und Kartoffeln abladen. Die Hühner rennen nun über den Hof. Das einzige Problem, was besteht, ist, dass die Sägemühle nicht mehr auf der Karte angezeigt wird. Habe schon einiges nachgeschaut und probiert, aber es will einfach nicht anzeigen. Vielleicht weiß ja einer von euch Rat. Der Stadtfuhrpark wurde ein bisschen geändert. Ja, das stimmt. Wir fahren mal hier zurück. Ah, und hier läuft schon der Hahn. Wenn wir jetzt hier unter B. Einfach jetzt nochmal so Spaß. Hühner kaufen. Sehe ich hier keine Hühner. Ich sehe hier oben den Hahn. Und die Hühner müssten ja theoretisch da drinnen sein, oder? Nö. Okay. Ich sehe hier nur den Hahn, ich sehe hier keine Hühner. Vielleicht hier unten irgendwo, hier hinten. Können sich ja schon mal verirren. Nö, keine Hühner. Okay. Gucken wir mal in die Lok. Die Lok sagt uns keine Fehler. Ja, ist halt ein bisschen umgebaute Map. Es ist nicht so viel Unterschied, aber eben der Hof sieht ein bisschen anders aus. Und die Weiden sind auch immer im Hof. Und der Hahn läuft hier auch rum. Und was ich euch halt sonst noch vorgelesen habe. Wenn euch die Map gefällt, dann gebt doch einen Daumen hoch. Gebt auch dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns bei der nächsten Vorstellung wieder. Tschüss.